Recht herzlich willkommen zur 22. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, wir haben letztes Mal hier die Franzosen angegriffen, sind da kläglich gescheitert. Allerdings habe ich gesagt, dass die Rekrutenserve da reingewandert ist. Ist sie aber gar nicht, weil die sitzen noch alle da. Ne, Transportschiff hier, zack, weg, raus. Dänemark sieht England nicht länger als Rivalen an und da sind wir wieder mit 13,7 wenigstens. Was ich jetzt am Überlegen bin, ist das aufzustocken, hier Militärzugang erbitten und dann eine Großmacht hier anlanden und dann die versuchen kaputt zu machen. Ja, machen wir mal. Und dann müssten wir nur gucken, dass wir natürlich noch Truppen kriegen, ne? Aber das ist vielleicht der falsche Weg, machen wir besser den Weg. Die. Und mehr haben wir nicht Geld. Schade. Ja gut, dann lass mal laufen. Und entschieden, dass wir Zugang kriegen. Das ist schon mal cool. Franzosen wollen schon wieder von uns 60 Dukaten haben. Lehnen wir natürlich ab. Wir könnten jetzt das erforschen. Ich glaube, bis wir Truppen genügend haben, können wir auch noch was vielleicht erkunden. Amerikanische Ostküste machen wir mal. Da gab es ein Dingens. Ja, da ist die Belagerung durch, leider. Die ziehen wir wieder rüber. Einen die. Dann müssen wir weiter gucken. Da den rückbezahlen, das ist cool. Dann haben wir wenigstens mal eins weniger. Unser Agent wurde entdeckt. Wo war das? In Norwegen, okay. Dann können wir den. Warte mal, jetzt ist hier irgendwie das. Ich glaube, das hintere Fenster ist, ne? Ansprüche hier oben. Ne, Bretagne, okay. Und das war jetzt. Ah, abbrechen der diplomatischen Beziehung, passt doch. Ja. Haben wir denn da die Möglichkeit? Da haben wir schon. Da haben wir auch. Da haben wir auch. Wo wäre denn das nächste hier? Kann man Anspruch fingieren? Warte mal, das machen wir noch zu. Geheimdienstaktion, Anspruch fingieren. Gibt keine Provinzen, wo wir es können. Okay, da müssten wir erst dann wahrscheinlich da näher kommen. Gut, Aufstand. Müssen wir Rebellen unterdrücken. Machen wir militärisch. Obwohl das auch nicht richtig ist. Was haben wir hier? Oh, da können wir Kernprovinzen machen. Lass mal gerade gucken, welche. Ach so, diese, FIFA, Ayrshire, also die drei. Ja, dann fangen wir doch mal mit der ersten an, oder? Hier können wir noch was verringern. Dreimal. Noch eine geht nicht, ne? Nein. Gut, was haben wir hier? Ach so, das ist wegen denen. Klerus hat eine Loyalitätsstufe. Okay. Dann kriegen wir 100 administrative Macht. Klerus verliert 20%, das wollen wir nicht. 15 Loyalität. Würde also gut sein. Kriegen wir aber nicht hin. Also kriegen wir schon hin, aber wollen wir nicht hinkriegen. Das ist nicht schön. Okay, erhaltet eine Strafstufe 2 Thronverordnung global, minus 2 in London. Okay, da will man einen neuen Minister kriegen. Der ist natürlich nicht schlecht wegen den Unruhen, ne? Der Klerus kriegt dann auch 15% mehr Einfluss, das würde auch passen. Ja, den brauchen wir nicht. Einfluss derzeit fehlen bis zum 1. Oktober. Okay. Was war bei denen das? Ist halt ähnlich, ne? Kostet weniger der Berater. Ja.
Da geht es alle 10 Jahre dann bei den Bürgern. Okay, lassen wir erstmal so. Wie sieht es hier aus? Okay, das ist da. Ja, das machen wir als Kernprovinz, oder? Sieht man jetzt gerade nicht. Ist es aber auch schon. Also das war hier jetzt. Aber das ist schon durch, oder was? Naja, okay. So, unsere Schiffe segeln. Das heißt, wir können erstmal weitermachen. Die sind jetzt hier. Müssen wir nur gucken, dass die nicht irgendwann rüberkommen, ne? Die marschieren gerade, oder was? Nee. Da kommt wieder so ein tolles Friedensangebot von denen. Das wollen wir aber sowieso nicht. Was haben wir hier? Achso, wir müssen noch. Ja, das waren die 20 Großschiffe, die wir uns nicht leisten können. Und hier geht sowieso nicht. Ich guck schon gar nicht mehr nach. Das ist immer das Gleiche, ne? Kriegsmündigkeit wieder runter. Alles gut. Aber da verpulen wir auch ständig das, ne? Norwegen hat Ansprüche erhoben, okay. Kurz Pause. Da erhalten wir 3 Inflationen. Verlieren Stabilität. Haben wir 1. Dann nehmen wir das. Müssen wir gerade einmal reingucken beim Geld. 4. Können wir auch einmal senken dann. Könnten wir sogar 2-mal, wenn wir das könnten. Gegenformation. Ja, die können wir dann annehmen, ne? Die gibt's hier, oder? Seine Heiligkeit der Papst hat sich nach einer mächtigen Anstrengung verlangt, der protestantischen Bewegung entgegenzutreten. Ja, weiß ich nicht, ne? Wir könnten das alles machen, sozusagen. Was gibt's dafür? Österreich und England wird positiv belastet. Missionare plus 2. Kosten, Technologie plus 5. Papst Einfluss jährlich 0,5. Heretiker plus 3. Kosten, Ideen plus 5. Ja. Was bringt's uns? Nix, nicht wirklich was, ne? Werden mehr Kosten auferlegt. Papsteinfluss ist jetzt für uns nicht so das Ding. Missionsstärke, Retiker, wuff. Ja. Wie sind wir denn hier religiös aufgestellt eigentlich? Wir sind noch voll katholisch, ne? Ist hier nur im Zentrum. Nee, das sollte uns jetzt nicht unbedingt interessieren, ne? Ah, unser Rivale unseres Rivalen. Das hört sich gut an. Gut. Das können wir mal annehmen. Und dann machen wir hier Diplomatie. Beziehungen verbessern. Dann haben wir da auch einen unterwegs. Wunderbar. Können wir wieder laufen lassen. Ist nur aufpassen, dass die unten nicht übersetzen irgendwo. Politische Karte hätte ich gerne wieder. Ja, das ist immer noch das, ne? Das wollen wir ja nicht annehmen. 154 ablehnen. Hier haben wir wieder invernesische Truppen. Ja, weg sind sie. Und da gibt es auch schon... Nee, doch nichts ist weg. Okay. So, wollen wir gucken, dass die frühzeitig hier wiederkommen. Ostküste entdecken. Haben sie schon gemacht. 154 ablehnen. Schiff kommt auch schon wieder. So, okay. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, wo die so rumfahren. 154 immer noch. So. Die Franzosen sind mit 2 Schiffe da. Mehr haben sie nicht. Kommandeur ist gestorben. Okay, war das wer? Nö. 154, nein. Britannia, egal. Ja, es jingelt und jingelt und jingelt, ne? Aber wir sind so schnell hier mal unterwegs, machen wir mal ein weniger. Gut, ablehnen.
Gut, können wir da noch was machen? Ja, können wir. Die Küste können wir erkunden. Die genauso wie die macht das erstmal. Baden- und Kurfürstengeschichten sind jetzt nicht so wichtig für uns, ne? Also die französische Flotte ist am Boden, ne? Was haben wir hier? Boah, indonesische Truppen da rum, das geht gar nicht, ne? Zack. Die sind hier, ne? Das mache ich jetzt, ne? Das hat anders keinen Sinn da. Die sind ja ständig und ewig hier mit Unruhen um erzählen, ne? Und diese ist auch möglich, bestimmt, ne? Das macht auch keinen Spaß mehr da, ne? So. Jetzt haben wir unser Savoyen ist abgelaufen, toll. Wie bekriegen die denn? Dann nehmen wir wieder einen Kredit auf. Verweigern wir mal gerade. So. Dann müssen wir mal gucken, wie wir noch nachsetzen können. Mehr nicht. Sonst können wir den Kredit, der nächste auch nicht kommt, der da auch nicht bezahlen, ne? Ablehnen. So. Gut, die Schiffe sind auch wieder da. Die haben die Küste entdeckt. Jetzt können wir mal gucken, was hier an der Küste so ist. Wo sind sie denn? Ach, da oben war das dann. Okay. Ah, toll. Burgund. So, da können wir nicht hin, weil unsere Reichweite nicht weit genug ist. Darlehen zurückzahlen. War das Frankreich gerade? Und was können wir mit denen noch machen? Macht das auch noch. Gut. 176 wollen die. Das war zu nah reingezoomt. Koordinieren wir dann, wenn die da alle stehen, dann geht das. So. 176 ablehnen. So, das sind 29 Truppen. Kann man die da hinbringen? Könnte man, aber erstmal ist das Schiff noch unterwegs, ne? Und dann noch 176. Wie sieht's hier aus? 36. Was hatten wir hier? Verlieren wir Geld, Papsteinfluss, Legitimität. Was haben wir hier? Da gibt es einen Theologen, Stufe 2 in London. Der für Unruhen unterdrückt. Global? Global sogar. Okay. Prestige? Oder das wächst von alleine, das fällt, also Prestige. Aufstände. Okay. Okay. Ablehnen. Schon wieder was hier in Magdeburg, ey. Ich muss mal Pause drücken, um das hier zu machen. So, 37 steigt langsam. 37 plus 15, 47, 52 wäre das dann okay. Hat 15 Einfluss, ist doch Einfluss hier, ne? Ne, Loyalität, Einfluss ist das, okay. Da haben die schon so viel, ne? Okay. Da verlieren wir Geld. Ach, das kann man den Einfluss direkt kaufen. Oder die Loyalität. Ne, das will ich nicht. Ah, 15 Einfluss, das ist zu viel. Einfluss haben die schon genug. Da müssten wir ja eher hier was machen, ne?
Kriegen wir Geld. Verlieren Prestige. Das ist jetzt nicht so. Lang ein 15% Einfluss. Das wären dann 30. Meisterpräger. Was kann er denn? 50% kostet weniger. Reduziert die Inflation. Das ist alles nicht jetzt hier von Bedeutung. So, wie viele Truppen haben wir? 29 von 47. Ist das Schiff wieder da? Nein, noch nicht. Das geistert hier hinten irgendwo noch rum, ne? Oh, da hat schon ganz viel entdeckt. Da ist auch noch keiner da. Kämpfte Nachfolge, wie sieht's hier aus? Oh, können wir Kernprovinz machen? Machen wir dann auch. Können wir nicht länger beanspruchen. Okay, und ich wollte da reingucken, wie lange das hier noch irgendwo dauert. Feuchte Gebiete über den Übersee. Dann brauchen wir hier noch was. Wir brauchen 410 am 128. Das müssen wir irgendwie gucken, dass es kommt. Stopp, mal Pause. Erstmal den hier weg. Immer noch 176. Da gibt es immer noch diese Gegenreformation mit Nevara. Verdammt. Darlehen verlängert. Okay, das war das. Abberufen. Dafür haben wir das bekommen. Okay, und dann können wir gleich das hier machen, ne? Und dann müssen wir das nur noch einleiten. Nevara. War wo? Ah ne, das war Ferrara. Mailand. Savoyen. Provence. Wo war Nevara? Gut, dann müssen wir wohl suchen. Nevara, nicht Nevara. Doch, da. Habe ich eben zwar gesehen, aber nicht. Naja, okay. Dahin und Beziehungen verbessern. Bestätigen. Fertig. Also Amor konnten wir nicht. Wir haben auch noch was frei. Dann machen wir da mal. Geheimdienstaktion, System aufbauen. Gut. Kämpfte Nachfolge. Boah, die Invanesen, die sind schon wieder unterwegs, ey. Gut, lass die so. Oh, das ist. Läuft relativ schlecht, ne? In dem Sinne. Aber wir retten uns immer von einem Tag zum anderen. Gut, okay. Ja, wenn man dann da übersehe, ach, kommt schon wieder, hat er entdeckt hier, sieht man ja auch schön. Da sind auch noch ein paar Seox-Stämme oder sowas. Verbündet mich an. Kommen die wieder? 176? Nein, 168 nur noch. Okay. Okay. So, wir müssen unbedingt diplomatische Macht kriegen. Das ist jetzt äußerst wichtig, dass wir das voranbringen. Wir holen unsere Schiffe mal gerade hier hin und dann schützen wir den Kanal. Das ist wichtig, wo die Franzosen hier am Ende sind mit ihren Schiffen. Aber das ist halt so. 168 geht auch wieder runter. Ja, muss man gucken, ne? Die sind nur mit uns im Krieg und den werden wir nicht los, den Krieg. Wir haben es besetzt, können aber nichts tun, ne? 17 und 6.
Ja, wäre schön, wenn wir da anlanden und dann mal probieren, aber kriegen wir die alle mit? Das ist die Frage. Ne, die müssen wir so erstmal da reinfahren. Okay, ist verlängert. Okay, achte stehen da noch. Das ist schlecht. Wenn da 8 stehen, dann schaffen wir das nicht mit 6 darunter, ne? 6 und 21, das hatten wir schon fast ausprobiert sozusagen. Dann kommen die 17 auch noch da angefahren. Aber wir waren Angreifer beim letzten Mal, ne? Ist die Frage, ne? Versuch ist es wert, aber die 17, die rücken uns dann auf den Pelz, oder? Die 6er, oh, die marschieren weg, oder? Oder nur um die Ecke. Okay. Die sind dahin marschiert. Und die kommen nicht. Jetzt kommen die 6er. Mal gucken, was klappt oder nicht klappt. Aber wir werden gnadenlos verlieren. 20, 5. Oder? Oh, sieht gar nicht mal so schlecht aus. 6er können wir schaffen. Das wird knapp. Wir haben es geschafft. Wir haben sie besiegt. Die 17 kommen nicht. Das ist cool. Wir haben sie gespalten hier oben. Okay. Gut, okay, dann würde ich ja mal sagen, machen wir jetzt aber erstmal eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.